Und hallo zusammen, hier ist euer Jolex. Wir sind jetzt auf dem Weg zum alten Herrn. Aber noch immer nicht, noch immer weiß ich nicht, ob das deren Vater war oder ist. Ich will jetzt nicht sagen, war. Wir wollen jetzt nicht mal, wir wollen jetzt nicht sagen, was. So. Aber das Gewitter gefällt mir ganz und gar nicht. Aber was soll das auch für ein Wetter sein? Sonnenschein und so würde hier überhaupt nicht reinpassen. Denn, wie ihr im letzten Part sehen konntet, ist was Schlimmes passiert. Was sehr Schlimmes. Nein. Ja. Er muss seine Angst vorm Wasser besiegen. Denn du schaffst es. Du bist stark. So. Gut gemacht. Also. Das erfordert Mut, seine Angst so zu bezwingen. Unser Bruder hilft uns wahrscheinlich. Auch wenn er jetzt nicht da ist, spüren wir trotzdem seine Anwesenheit. Ja, komm, du schaffst es. Gut gemacht.
Mal sehen, wie es unserem Vater, ich glaube, das ist jetzt der Vater. Mir wird ja nichts gesagt, aber ich glaube, das war, ist der Vater. Oder eher so eine Art Ersatzvater. Ich glaube auch, das könnte möglich sein. Ah, der ist vorne beim Grab. Und dies war's, Brothers. Tales of Two Sons. Oh mein Gott. Dies gehört zu einem der Projekten, die mich wirklich jetzt am meisten begeistert haben. Zwar, ups, da habe ich ganz, ich lasse die noch mal fahren. Ja, also auf jeden Fall, ich habe jetzt auch so sehen weggeklickt, aber es war wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Auch wenn es wirklich jetzt nur so ganz kurz war, hat es mich von Beginn an begeistert. Ich konnte Gefühle für diese beiden Brüder aufbauen. Also man hat Wende ja auch richtig gespürt, dass man total geflasht und total geschockt war, dass der große Bruder auch sterben musste. Und der Nai bleibt jetzt nichts über außer seinem Vater. Okay, sein Vater ist, den haben wir zum Glück noch retten können, ja. Was wäre passiert, wenn er am Ende doch alleine gewesen wäre? Das möchte ich mir echt nicht ausmalen. Aber das Spiel war es wert, gespielt zu werden. Es ist wert, gespielt zu werden. Ich kann das euch nur dringendst empfehlen. Die Landschaften sind auch richtig schön gemacht. Also 1A-Spiel, also es gehört mit Ico zu den Spielen, die eine richtig gute Story haben und auch sehr emotional sind. Ich hätte fest selber fast geheult, als ich gesehen habe, dass der Bruder gestorben ist.
Es war richtig schlimm. Aber doch sind wir erleichtert, dass wir dem Vater helfen konnten. Und wir unseren Mut gefunden haben. Und er es geschafft hat, übers die schlimmen Sachen, die damals der Mutter passiert. Wir konnten ja die Mutter damals nicht retten, weil er Angst vor Schwimmen hatte. Und jetzt hat er ja noch viel mehr Angst gehabt, da er weiß, dass er keinem eine Hilfe ist, wenn er übers Wasser schwimmt. Aber er hat doch es geschafft, diese Angst zu bezwingen. Und er wusste, dass sein Bruder immer bei ihm sein wird und ihn immer unterstützt. Also, Negatives habe ich dem Spiel jetzt nicht zu sagen. Das einzige Negative an dem Spiel ist, dass der Bruder gestorben ist. Also das Spiel hätte auch ein Meisterwerk sein können, auch wenn der Bruder nicht gestorben wäre. Also. So ist das Spiel richtig gut. Man fühlt echt mit. Und man hätte auch ein interaktives Ende machen können, indem wir dem Bruder am Ende noch helfen konnten. Also vielleicht so mit Zeit, Countdown oder so, das wäre es gewesen. Also, dass wir in der Zeit es schaffen, ihn noch zu retten. Okay. Und nun, ich bedanke mich jetzt erstmal, dass ihr mitgeschaut habt, dass ihr mit mir mitgefiebert habt, dass ihr mit mir mitgefühlt habt. Und ich bedanke mich auch an den Leuten, die dieses Projekt überhaupt möglich gemacht haben, also die dieses Spiel entwickelt haben, meinte ich natürlich. Und es ist sehr schön. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch dennoch das Let's Play ganz angeschaut habt. Ist es nicht so schlimm, aber kann man immer noch spielen, ist zurzeit bei PlayStation Plus im Angebot für kostenlos. Ich weiß jetzt nicht, wann ich jetzt diesen Part raushaue, deswegen weiß ich nicht, ob der PlayStation Plus, das PlayStation Plus Angebot schon vorbei ist, aber auf jeden Fall, es ist, auch wenn man sich das Spiel kauft, sein Geld wert. Man bekommt das Spiel jetzt auch heute schon etwas günstiger. Ich kann irgendwie nur so dem Spiel sehr viel Lob geben. Mehr kann ich nicht machen. Und wirklich. Das merkt man wirklich bei jedem Spiel. Die Musik sollte immer dabei sein. Die Musik macht das Ganze noch viel gefühlsvoller. Also, die Musik macht das Spiel erst aus, was es jetzt ist. Ein Meisterwerk halt. Und die Musik ist auch, da hört man auch, dass es teilweise nur mit Instrumenten gespielt wurde. Aber auch Gesangsstimmen waren dabei. Nun gut, leider muss ich dieses Projekt jetzt, also nicht leider, es ist schon zu Ende. Also dieses Projekt ist somit zu Ende. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Bitte sagt mir, ob es euch wirklich gefallen hat. Mir hat es sehr, sehr, sehr gefallen.
Ich hätte so gedacht, vielleicht gibt es da am Ende noch irgendwas, aber leider nicht. Deswegen fällt es mir jetzt auch wirklich schwer, es jetzt zu beenden. Obwohl ich weiß, dass das Spiel ein Ende hatte. Nun gut. Ich sage jetzt, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder zu einem neuen Projekt. Ich hoffe, ich kann es immer wieder wiederholen. Ihr hattet Spaß, ihr habt mitgefühlt. Und ich sage jetzt mal Tschüss und bis zum nächsten Projekt. Bis dann.